Takars Wadam. Talhusa Shwalimshala. Dantan Hawanta Sala Salwa. Barqua Udams Manai. Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und jetzt geht's weiter mit dem dritten Part vom Let's Play zu Far Cry Primal. Gespielt ist das Ganze, wie zuvor auch noch, auf der PlayStation 4 und ich versuche mal, ab März dann auch was von der PC-Version für euch zu zeigen. Ada. Quaral ya winja. Ul. Udam Shajan. Winja Damsha. Ugujara. Udam. Pai hu winja. Uguana. Winja. Hai waguasha. Santamsha. Orosu. Tigre dança dobo. Saqui. Ai. Volta lauba aqui está. Mi barra. Ich würde sagen, wir befinden uns wieder in sonnigen Gefilden und wir müssen Grünblätter sammeln, um Tigerwunden zu heilen. Ich finde, es hört sich so ein bisschen an, als würde sie uns beschimpfen. Tiefe Wunden ist unsere heutige Mission. Neue Upgrades freigeschaltet. Wir können einmal im Handwerksmenü nachschauen, was wir so machen können. So. Ja, klar, um die Grünblätter. Denn hier schon? Nein. Ah, ich habe die Karte geöffnet. Okay, das war ja vorher noch nicht so. Ich gehe mal auf das Handwerk. Was haben wir verfügbar? Wir brauchen ein Rothundfell. Eine Wildschweinhaut. Mächtige Keule. Die haben wir anscheinend jetzt bekommen. Können wir hier unten ein Upgrade machen? Nein, noch nicht. Also vermutlich hier, wir haben eine mächtige Keule und wir können zweierlei Sachen herstellen, wenn wir Wildschweinhaut und Rothundfell sammeln. Also ähnlich eigentlich, wie wir das aus den vorherigen Teilen auch schon kennen. Gehen wir zu den Fähigkeiten. Das ist das Neue, was uns gezeigt wurde. Primitive Takedowns. Nähere dich den Gegnern von hinten, das haben wir halt automatisch. Und wir können jetzt freischalten, primitive Heilung. Um manuell einen Gesundheitsbalken zu heilen. Weitere Heilungsmöglichkeiten findest du im Nahrungsmenü. Das würde uns einen Fertigkeitspunkt kosten. Heilen im Sprint, also man kann sich im Laufen heilen. Oder verbesserte Gesundheit, generell einen Gesundheitsbalken mehr. Ich werde mal diese Option wählen und hoffen, dass sie uns hier und da den Arsch rettet. Ja, das möchte ich gerne erlernen. So. Jetzt fehlen mir nur noch die Tätowierungen wie in Far Cry 3 auf dem Arm. Beutetaschen, da was wir alles dabei haben. Und die Hilfe gibt's auch noch. Es sieht schon geil aus, ne? Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin auch immer ein Freund von so Spielen, die so Natur simulieren im Grunde genommen. Also mit viel Gras, viel Bäumen. Das ist bei mir seit Crysis 1 irgendwie so geblieben. Muss ich jetzt einfach sagen. Das fand ich schon immer toll. Und hat sich irgendwie nie geändert. So, machen wir mal hier. Das ist meine letzte Keule, okay.
Was kann man denn da machen? Das kann ich aber nicht erhüpfen. Nee. Vielleicht muss man da generell nur vorsichtig sein, weil einem die Dinge auf den Kopf fallen können oder sowas. Das könnte ja auch mal sein. Es ist ja fast zu schön, um wahr zu sein hier. Was ist nur zum Runterklettern? Diesmal ist er runtergehüpft. Das liegt da. Das sind überall so Ranken, die man benutzen kann. Kleiner Wasserfall. Hier gibt es erstmal überhaupt nichts zum Abgrasen, seltsamerweise. Wo wir doch im ersten Gameplay-Part quasi nur mit Zeugs überschüttet wurden. Von Schiefer und Holz, was wir da so alles einsammeln konnten. Ich gehe mal den Fluss entlang. Vermutlich möchte das Spiel, dass ich da hinten herlaufe. Ist eigentlich schon fast so ein bisschen zu schön hier, oder? Man erwartet gleich irgendwie Schlumpfhausen zu finden. Aha, da sehe ich was. So, wie war das nochmal mit dem Menü? Das Vieh, da kann ich das von hier oben erledigen. Das ist aber ziemlich weit weg, oder? Ich mogel mich mal die Felsen hinab. Ja, ja, ich weiß, wir sollen Grünblätter sammeln. Hier ist doch alles voller grüner Blätter. Das zählt doch irgendwie auch. Es ist wieder nur Hirsche. Gar nichts Besonderes. Headshot. In your face, sozusagen. Schildkröte. Die ist aber jetzt direkt mal aus Crysis importiert, oder? Können wir die töten? Bringt die uns was? Boah, das ist voll das Tierkillerspiel, oder? Nein, es ist die Tasche voll. Ich töte tatsächlich eine dieser einsamen, armen Schildkröten, die sich überhaupt nicht wehren kann. Ist einfach die Tasche voll, oder was? Kann ich nicht irgendwas herstellen, dass die Tasche wieder leerer wird? Oder kann ich irgendwas wegwerfen? Kann man was wegwerfen, frage ich mich da gerade. Ich habe ein wenig viel Holz dabei. Das wäre doch jetzt nett, wenn ich das hätte wegwerfen können. Verdammt. Das tut mir recht leid, Frau Schildkröte. Ich hoffe, niemand ruft bei Peter an. Wakwas Flusssteine. Okay. Guck mal, das zieht wie so eine Geruchsspur, dass man sehen kann, wo sind die... Ach, es gibt noch mehr Schildkröten. Also, ihr braucht euch nicht zu fürchten und keine Sorgen zu machen. Wir werden auch in den zukünftigen Videos noch Schildkröten sehen, die sich verstecken. Ich habe also nicht die einzige umgebracht im Spiel. Das wäre jetzt deprimierend gewesen, oder? So, ich halte das gedrückt, um Grünblätter zu finden. Guck mal, da sind die Bäume abgebrochen. Das ist so rot markiert. Ah ne, oder sind das diese... Sind die rot markierten Dinger die Sachen, die ich suchen muss? Da ist aber ein Feind. Ich würde sagen, generell in so einem Spiel wird nicht verhandelt, oder? Udam. Grau als Handan.
Double Headshot. Das habe ich jetzt sehr unspannend gemacht, oder? Führe schwere Angriffe mit einer Nahkampfwaffe auf. Ich habe mich gerade mehr wie der Sniper unter den Steinzeitmenschen gefühlt. Ist es das? Ja, ein Grünblatt. Gib meinen Pfeil her. Kann ich ihn plündern? Meine, meine ganzen Taschen sind voll, ey. Zimperlich geht's in dem Spiel ja nicht gerade zu, könnte man sagen. So, wir sammeln jetzt erstmal Grünblätter für unsere neue Freundin. Ich frage mich die ganze Zeit, ob nicht noch irgendwo ein paar Feinde da sind, die uns lieber den Kopf abhauen würden, anstatt mit uns freundlich zu diskutieren. 3 von 4. Na, immerhin wissen wir jetzt schon mal, wie die aussehen. Finden wir die vielleicht auch leichter. Ach, da drüben sind auch noch welche. Ach, guck mal, das ist noch ein Feind. Seht ihr das? Da? Die streiten sich irgendwie ein bisschen. Ich nehme mal doch die Keule, oder? Obwohl ich ja eigentlich mehr der Sniper bin. Er sieht so aus, als würde der so extra dafür uns stehen. Ich tauche ein wenig. Der sieht so ein bisschen aus, als wäre der so ein Blutrausch und würde uns eh nicht bemerken. Bisschen blöd, dass dann direkt diese Suche anging. Was war denn da oben los? Ein Wolf hat ein Tier gerissen, oder? Da? Habt ihr das gesehen? Ne, so ein Gepard. Ein Gepard kämpft mit einem Wolf. Was ist das geil, oder? Also ja, klar kann man immer sagen, das ist kein Far Cry mehr. Oder hat nichts mit dem alten Far Cry zu tun. Aber auf der anderen Seite so diese Naturelemente mit den Tieren und mit dem, also einfach so diese grundsätzlichen Sachen wie rumlaufen, Open World, sammeln und sowas. Das erinnert natürlich jetzt schon an Far Cry. Man hat es halt nur komplett in eine andere Epoche verlagert. Ich würde nicht näher kommen. Ich habe dich gewarnt. Ihr könnt jetzt bitte mal den Hashtag Headshot King in die Videokommentare posten. Headshot King. Gott, sieht ein bisschen aus wie meine Katze. Eigentlich müsste meine Tasche für Tierfell voll sein. Jaguarfell. Nee, für Jaguarfell nicht. Wie schön. Was hier los ist, ne? So, ich laufe zurück. Wo müssen wir hin? Da oben hin. Naja, wird ja auch auf der Karte angezeigt, geschickterweise. Wo kam der denn auf einmal her, bitteschön? Und es wurde als Kopfschuss gewertet. Okay, die Pfeil. Boah. Der gute Krieger läuft auch mal weg.
Ich glaube, der war irgendwo da, oder? Der wird da oben noch angezeigt jetzt auf der Karte. Boah, war das geil, so diese Fluchtstimmung gerade war total geil, oder? Fand ich jetzt jedenfalls. Sollen wir uns den noch holen? Boah, ist hier schnell, ey. Der lässt ja gar keine Zeit für einen Headshot. Aber guck mal, der dritte Lebensbalken hat sich aber schon ganz gut bemerkbar gemacht, oder? Ich will nicht sagen, der hat uns jetzt den Arsch gerettet, das ist jetzt auf gar keinen Fall, aber auch nicht schlecht. So, wir haben ihm einen Tontopf abgenommen. Dafür hat es sich jetzt wirklich gelohnt zu sterben, muss ich sagen. Also, für einen Tontopf kann man hier und da mal in so ein Gefecht gehen. So, meine lieben Gaming-Freunde, jetzt haben wir ungefähr gemeinsam eine Dreiviertelstunde oder ein bisschen mehr gespielt. So, 45, 50 Minuten. Ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge von Far Cry Primal. Beim nächsten Mal werden wir sehen, wie ich meine neue Freundin besuche. Und dann gucken wir ganz einfach, wie das ganze Spiel weitergeht. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Gerne Daumen hoch und haut rein.